Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt: Ich bin ein schlechter Mensch. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die dieses von sich selbst sagen. Die sagen, ja, ich habe dieses und jenes schon gemacht, deshalb bin ich ein schlechter Mensch. Ich habe diese und jene Charaktereigenschaft, das ist übel, deshalb bin ich ein schlechter Mensch. Überhaupt habe ich schlechte Grundveranlagungen, komme aus meiner Haut nicht raus, kann nicht über meinen Schatten springen. Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist unser Thema. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, warum ihr euch als schlechten Menschen fühlt, dann ruft an. Ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Mensch, der dieses von sich sagt, ja, ich bin ein schlechter Mensch, der heißt Alexander und der ist 21 Jahre alt. Hallo Alexander. Ja, hi Domian. Hi. Warum sagst du das von dir? Ja, ich bin mittlerweile zum Stalker geworden, sozusagen. Aha, inwiefern? Also meine Ex-Freundin, mit der ich 1,5 Jahre zusammen war, die hat sich nie zu mir bekannt, irgendwie großartig. Mhm. Und seit 2 Jahren sind wir auseinander und seitdem laufe ich ihr halt hinterher. Seit 2 Jahren läufst du hinterher? Ja. Wie ist es damals zu der Trennung gekommen? Ja, das kam von meiner Seite aus, weil sie sich halt nicht zu mir bekannt hat. Die hat ganz wenig Selbstbewusstsein eigentlich. Und wenn wir ausgegangen sind, hat sie halt gesagt, ja gut, okay, gehst du halt 10 Minuten vorher in die Diskothek und ich komme dann 10 Minuten Ach. Nachher rein. Ach. Und wir treffen uns dann später draußen oder wir treffen uns bei mir und so weiter. So ging das ein ganzes 1,5 Jahre? Ja, das ging 1,5 Jahre. Aber warum war sie so drauf? Warum hat sie sich deiner geschämt? Auch nicht. Also ich habe keine 3 Augen oder was weiß ich noch alles. Also das hat mich schwer getroffen. Und dann irgendwann mal, wo wir dann auseinandergegangen sind... Langsam. Da redet man darüber. Wenn man sowas 1,5 Jahre mitmacht, dann fragt man doch hier, was ist los? Warum bekennst du dich nicht zu mir? Ja, also sie hat dann auch zu mir, also um mir Hoffnung zu machen, hat sie auch zu mir gesagt, die hat eine Therapie angefangen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, dass ich da ein Problem habe damit und dass ich da irgendwie ein ganz großes Problem damit habe, irgendwie mich zu dir zu bekennen, auch sonst so zu jemandem, also zu ihrem Partner oder so. Und das heißt, du warst nicht ein Einzelfall, nicht der Erste, das war vorher auch schon so? Ja, genau. Mhm. Ich habe immer gedacht, naja, gut, so verhält sich eine Frau, die eine Affäre anfängt oder so, ja. Ich meine, die war wieder verheiratet. Sag mir mal noch ein Beispiel. Also mit der Disco, das ist ja schon krass, wenn sie sagt, geh du mal 10 Minuten vorher oder ich gehe 10 Minuten vorher, damit man uns da nicht zusammen reinkommen sieht. Mhm. Sag mal noch ein paar andere Beispiele. Ja, zum Beispiel, dann hat sie gesagt, ihre Therapie ist jetzt erfolgreich geworden und sie bekennt sich zu mir. Und dann sind wir einmal abends ausgegangen in so einer Gastwirtschaft, wo sich halt mehrere Bekannte von uns halt auch getroffen haben. Mhm. Und da saß sie neben mir, auf einmal fing sie an zu heulen und ist dann rausgegangen. Mhm. Also sie fing mit der Therapie schon an, während ihr noch zusammen wart? Schon davor. Schon davor? Davor, ja, das hat mir dann auch gesagt. Also das immerhin hast du es 1,5 Jahre ausgehalten. Genau, immerhin. Ja. War sie denn, wenn ihr beiden alleine wart, war sie da anders drauf? War sie da, absolut. Also immer, wenn ihr in der Öffentlichkeit wart, war sie irgendwie irritiert und hat sich nicht zu dir bekannt. Deshalb hast du die Konsequenz gezogen, hast gesagt, ich mach Schluss. Genau, so. Ja. Und jetzt läufst du ihr, obwohl du Schluss gemacht hast und obwohl du schlechte Erfahrungen gemacht hast, läufst du ihr 2 Jahre hinterher. Warum? Ja, weil ich mich rächen will an ihr. Inwiefern? Ja, ihr genügt es alleine, dass ich nur da bin. Dass ich weiß ganz genau, was sie macht, was sie tut. Und ich bin halt einfach nur da. Ja, und das stört sie extrem. Wo bist du denn da? Ja, überall eigentlich. Vor ihrem Job, also vor dem Arbeitgeber. Ich stehe dann einfach nur da. Und wenn sie mich dann sieht, dann kriegt sie schon Paranoia. Ich wurde auch schon mehrmals von der Polizei angehalten. Mhm. Und ich weiß, dass sie einen neuen Freund hat. Ja. Und also ich fahre ihr auch hinterher. Ja.
Allein um mich zu rächen, aufgrund dessen, dass sie mich anderthalb Jahre ignoriert hat und mich wirklich darunter gemacht hat. Ist ja, also du stellst ihr quasi immer nach, stehst auch schon mal mit dem Auto vor ihrer Wohnung? Ja, ich hab sie auch schon beim Sex erwischt, also so ist wie, ja nicht. Wie das? Ja, die hat halt im Auto Sex gehabt mit ihrem neuen Freund. Ja. Dann bin ich halt nach der Diskothek hinter ihr hergefahren und so weiter und so fort. Mhm. Ich meine, ich kenne ihre Gepflogenheiten und ihre Gewohnheiten und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt gesehen, wie sie mit ihrem neuen Freund dort halt sich getroffen hat und zu ihm ins Auto gestiegen ist. Hast du dich dann auch gezeigt, den beiden? Ja, klar. Ich stand, die Scheinbahn beschlagen und dann hat sie mich dann auf einmal gesehen. Mhm. Ja. Du hast schon mit der Polizei deshalb zu tun gehabt? Was mit welcher Konsequenz? Gar keine Konsequenz. Mhm. Ja, die wollten mir halt eine Unterlassungserklärung, dass ich mich nicht nähern darf und was weiß ich noch alles. Dann habe ich gesagt, das unterschreibe ich nicht, weil ich gar nichts gemacht habe. Mhm. Ja, und ich darf mich ja aufhalten, ich bin ja ein freier Mensch, ich darf mich ja aufhalten, wo ich will, wenn sie ein Problem mit mir hat. Oder wenn sie sich nicht bekennen mag zu ihrem neuen Partner. Ja, mit dem treibt sie übrigens das gleiche Spiel wie mit mir. Ja. Okay, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ne? Wir reden ja über dich. Ja, genau. Gab es sonst irgendwie, hast du mit ihr mal diskutiert in den letzten Jahren, Monaten? Nee, gar nichts mehr. Hat der neue Freund sich mit dir mal irgendwie angelegt? Ja, also ich wurde zusammengeschlagen, also ich habe mehrere Morddrohungen bekommen übers Telefon und bei meinen Eltern wurde halt angerufen und so weiter und so fort. Ja. Und dann bin ich einmal in der Diskothek gewesen, dann bin ich rausgegangen, dann haben die ihre Drohung wahrgemacht, ja. Aber davon habe ich mich auch nicht abhalten lassen, ja, weil ich genau gewusst habe, naja gut, okay. Der Sachverhalt ist jetzt klar, Alexander. Ein bisschen tröstet mich, dass du immerhin bei diesem Thema anrufst. Das sagt mir, dass du so ein kleines bisschen Unrechtsbewusstsein hast für das, was du da machst. Ich hätte mir das im Traum nicht erträumen können, so, ja, dass ich irgendwann mal so reagiere. Ja, so, warum machst du es denn dann noch? Ja, ich habe so eine Energie, ihr das zurückzubezahlen. Das, was du da machst, Alexander, das ist da, im Prinzip müssen wir da gar nicht drüber unterhalten, ist so unter aller Sau, was du da tust, dass man da überhaupt gar nicht drüber diskutiert. Das ist so beschissen, so schlimm, was du da machst. Sodass du eigentlich alles aktivieren müsstest in dir, um dich da zu stoppen. Du machst 2 Jahre, stellst du diesem Mädchen nach, das offensichtlich irgendwelche psychischen Probleme hat. Nun gut, das war für dich diskriminierend, die anderthalb Jahre, das glaube ich ja auch. Aber was soll das denn? Was soll das Ganze denn? Und wie lange soll es denn noch gehen? Ja, also mittlerweile bin ich halt zu dem Erfolg gekommen. Also deswegen fühle ich mich ja als schlechter Mensch, dass sie halt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden ist. Also vielmehr sie sich selber halt eingewiesen hat, dass sie gesagt hat, okay, jetzt will ich halt meine Ruhe haben, vor allem vor der Außenwelt. Und Okay, ich habe das jetzt verstanden. Und wenn sie aus der Klinik herauskommt, was dann? Dann gar nicht. Also jetzt mittlerweile bin ich zu meinem Ziel angelangt. Ich habe ihr gesagt, Alexander, ich will das wirklich nicht hören. Das ist so mies, was du da machst. Es ist so kleinkariert. Es ist so beschissen, was du da machst. Du machst einen Menschen fertig. Dieses Mädchen scheint ja wirklich sehr labil zu sein. Mhm. Nur weil du deine primitiven Rachegelüste hast. Und du selbst hast da ja auch gar nichts von. Du bist ja selbst besessen in den letzten 2 Jahren von deinem Trieb, diesem Mädchen das Leben kaputt zu machen. Die hat mein Leben kaputt gemacht. Ach Quatsch. Ja, es ist schief gelaufen. Es ist schief gelaufen. Es ist anders. Ja, gut. Sie hat sich vielleicht nicht korrekt dir gegenüber verhalten. Ich will es gar nicht entschuldigen. Vielleicht ist es auch entschuldbar, dass sie irgendwie seelische Probleme hat. Aber egal. Strich drunter. Dieses erwidert man doch nicht mit Gleichem und sogar noch bewusst und gezielt. Deines wiegt ja viel schwerer, weil du mit gezielter Energie daran gehst, Rache zu üben. Und machst einen Menschen seelisch kaputt damit. Das ist doch furchtbar. Ja, was soll ich denn sonst machen? Gar nichts, Mensch. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, du stehst nur vor der Tür und läufst dem Mädel hinterher und Domian, bist wie ein... Am Anfang,
Am Anfang war das so, dass ich gesagt habe, ich habe ihre Freundin angerufen, habe gesagt, hier, die soll mir nicht hinterherstellen. Zumindest nicht dorthin kommen, wo ich halt bin. Ja, ja, komm, aber du hast es mir gerade ganz anders erzählt. Du hast mir gerade erzählt, dass du immer da bist. Du bist so eine Art Stalker. Das ist so ein neuer Begriff aus dem Englischen, wo Leute einfach endlos schlimm belästigt werden. Das hast du selbst gesagt. Ja, bin ich auch geworden. Ja, aber das ist doch schlimm. Ja, ich finde es ja auch schlimm. Deswegen bin ich ja auch ein schlechter Mensch. Also ja. Deswegen... denke ich mir auch die ganze Zeit. So. Also das war jetzt, ja nicht so. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist das alles so passiert, wie es passiert ist. Immerhin, habe ich ja gerade auch am Anfang gesagt, hast du ein Unrechtsbewusstsein, was ich auch gut finde. Ne? Mhm. So. Jetzt, das Mädchen ist jetzt in der geschlossenen Psychiatrie oder in der Psychiatrie irgendwo. Mhm. Genau, ja. Jetzt ist für mich die entscheidende Frage, was passiert jetzt weiter? Erste Frage. Gar nichts. Nee, gar nichts. Du lässt deine Finger... Ich bin auch in der Partnerschaft, also... So ist ja nicht, dass ich ihr hinterherstelle, weil ich keine Partnerin habe. Nein, das ist mir schon klar. Das ist reine Bosheit gewesen. Das ist reine Bosheit. Reine Bosheit. Genau. Na, um ihr das zurückzubezahlen. Na toll, okay. Aufgrund dessen, dass ich nur da bin. Ja, okay. Jetzt hast du dieses Mädchen, du weißt ja gar nicht, welche psychischen Folgen sie davon trägt. Immerhin hast du jetzt gesagt, dass du es sein lässt. Das ist ja schon mal was. Ja, klar, absolut. Ein Schritt weiter würde wirklich Größe zeigen deinerseits. Wenn du dich bei ihr zumindest schriftlich entschuldigen würdest. Das geht gar nicht. Warum weil geht sie das mich nicht? Dann anzeigen würde. Ich darf keinen Kontakt zu ihr haben. Also weder mündlich noch was weiß ich noch alles. Also das da habe ich auch unterschrieben. Mhm. Und da ich darf sie weder anrufen noch mit ihr sprechen noch was weiß ich noch alles. Die hetzt mir ja Typen auf den Hals. Mhm. Also deswegen wurde ich auch zusammengeschlagen. Alexander, ich will dieses Zusammenschlagen nicht rechtfertigen. Aber du bist an allem schuld. Du bist an allem schuld. Das müssen wir ja gar nicht weiter auseinander. Wenn du auf Distanz gegangen wärst, hätte sich die Sache verflüchtigt und es wäre gut gewesen. Was lernst du? Weißt du was, Domian, ich muss dir eins sagen. Wäre sie auch auf Distanz gegangen, deswegen habe ich ihre Freundin nach unserer Partnerschaft, angerufen und habe gesagt, hier, ich möchte nicht, dass sie mir nachstellt. Alexander, diese Frau hat hundertprozentig dir nicht nachgestellt. Nur dreh den Spieß nicht rum. Du hast es mir am Anfang gerade ganz anders erzählt und das müssen wir jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Ich möchte dich jetzt fragen, was du aus dieser Geschichte für dein Leben gelernt hast. Ja, wie meinst du das jetzt direkt, was ich gelernt habe? Im Grunde genommen habe ich nur gelernt, wenn ich da bin, ist es provozierend. Ja. Also das ist jetzt auch keine dolle Antwort. Ich hatte jetzt erwartet, dass ich daraus gelernt habe, dass solche Racheaktionen letztendlich dämlich sind und ich es nicht wieder mache. Aber das habe ich jetzt von dir nicht gehört. Also hast du da nicht sehr viel daraus gelernt, was ich sehr bedauerlich finde und schlimm finde. Und habe Sorge, dass du irgendwann nochmal so einen Scheiß machst und vielleicht noch mit schlimmeren Folgen. Ich habe sie weder geschlagen. Ja, komm, hör auf. Das ist jetzt völlig albern. Habe ich keinen Bock drauf, so zu diskutieren. Die Frau ist in der Psychiatrie. Du hast 2 Jahre dieser Frau nachgestellt. Und da sagst du zu mir, was habe ich denn gemacht? Das ist absurd. Hallo. Ja, du bist nur da. Aber genau das ist es ja, was einen kaputt machen kann. So, ich hoffe nur, dass so etwas nie wieder passiert und dass keine Frau nochmal Opfer deiner Taten wird, Alexander. Okay? Na gut. Basta. Okay, tschüss. 0800 220 5050. Das ist unser Thema heute Nacht. Unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich bin ein schlechter Mensch. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, reuig oder auch nicht reuig, wenn ihr mir von den Charaktereigenschaften erzählen wollt, von Taten, die euch vielleicht sehr belasten, von Gewissensbissen, die euch plagen, dann ruft mich an. 0800 220 5050. Natascha, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Natascha. Hallo. Ja, und hallo. Zwar, ich hab, ja? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Natascha, warum hast du denn zu dem Thema angerufen? Also, es ist so. Also, ich bin jetzt 22. Ja. Und ich gehe jedes Wochenende, Freitags und Samstags, gehe ich immer in die Diskothek. Mhm. Und ich lerne auch sehr viele Männer kennen, weil ich sehe nicht gerade schlecht aus so. Weißt du, was schön ist, wäre, wenn du ein bisschen näher noch mit dem Hörer an den Mund gehst? Ja, mein Mikrofon ist ein bisschen kaputt. Ist nicht so schön, ja genau. Ja, auf jeden Fall. Und ich lerne am Abend so 2 bis 3 Männer kennen. Mhm. Und ich treffe mich dann immer eine Woche mit denen und ich erzähle ihnen immer, dass ich mit denen zusammen bin. Weil ich möchte wohl irgendwo eine Beziehung haben. Achso, du täuschst denen dann eine Beziehung vor? Ja. Wie viel parallel täuschst du eine Beziehung vor? Aber das sind, wie gesagt, also ich lerne am Abend 2 bis 3 Männer kennen. Ja. Und also wenn die mir gefallen, sage ich denen halt, ja, ich
ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und ach so, das heißt also, du bist eine ganze Woche dann parallel mit drei Typen zusammen und sagst jedem Einzelnen, ich bin so mit dir zusammen. Ja, so gewinnt schon. Weil und die wissen nichts voneinander? Nein, wissen die nicht. Das sind ja böse Spiele, ne? Ja, aber es ist eben so, also ich möchte wohl eine Beziehung haben. Nur mein Problem ist, wenn ich die Männer einmal, ich sag jetzt mal krass auf Deutsch gesagt, gehabt habe, dann ist einfach der Reiz bei mir weg. Mhm. Hattest du denn schon mal eine längere Beziehung? Nee, das ist das Problem. Also das ist ja, also längste war 2 bis 3 Wochen so. Oh, das ist wenig. Ja. Das ist wenig. Und, dieses Spielchen, was du gerade beschrieben hast, so mit diesen Parallelgeschichten und Versprechungen machen und so, wie lange läuft das schon? Wie viele Jahre? Ja. Seitdem ich 19 bin. Seitdem du 19 bist? Also 3 Jahre. Vorher warst du ruhiger? Ja, vorher bin ich auch nicht so oft draufgegangen. Wie gesagt, ich war früher war ich nicht so. Ja. Also habe ich mir nicht voll viel von aus Jungs so gemacht, aber so mit 19 so bin ich dann angefangen. Und dann, das ist eben mein Problem. Ich habe noch nie eine lange Beziehung gehabt. Und ja. Und diese Parallelgeschichten, wie du sie gerade beschrieben hast, die laufen bei maximal eine Woche, 14 Tage, maximal. Ja, das ist eben, bis ich eben mit dem Typen, sag ich jetzt mal ganz krass, geschlafen habe. Ja, einmal in der Kiste und schon langweilt Natascha sich. Ne, so genau. Ist es. Ist da irgendwann schon mal was aufgeflogen? Ich meine, das ist ja schon ein schwieriges Lügengebäude, ne? Wenn du da so 3 Jungs parallel laufen hast, da könnte ja schon mal irgendwas durchsickern. Ist da schon mal was durchgesickert? Nee, das ist noch nie passiert. Noch nie. Und wenn du einfach mal es versuchst, dich nur mit einem einzulassen. Ich meine, du musst ja mal irgendwie jetzt Wege versuchen für dein Leben, weil du bist damit ja nicht zufrieden, ne? Höre ich so raus. Nee, bin ich nicht. Du musst ja nicht am samstags dann in der Diskothek gleich 3 anbaggern, dann baggerst du halt nur einen, oder lässt dich nur von einem anbaggern und versuchst es erstmal mit dem alleine. Ja, aber das Problem ist ja, ich weiß ja ganz genau, dass der Reiz danach weg ist. So. Ja, und dann wäre vielleicht, ist vielleicht auch gar nicht so dumm, nicht zunächst gleich in die Kiste zu springen mit den Leuten, sondern erstmal die Leute ein bisschen kennenzulernen. Gar nicht den Sex an den Anfang zu stellen, sondern einfach mal gucken, was ist das so für ein Mensch? Interessiert der mich? Könnte ich mich in den verlieben? Und den Sex erstmal da hinten schieben. Das macht das Ganze auch spannend. Ja, klar. Also ich meine, die Leute, die fallen ja so auch vom Charakter so. Also du kennst die doch noch gar nicht vom Charakter groß. Wenn du die in der Disco kennenlernst und 2, 3 Tage mit denen, kennst du die nicht vom Charakter. Ja, das ist mir schon klar. Ich meine, ich finde sie lieb. So. Ich kann mich gut, wenn ich mich mit denen treffe und merke, so, ja, ich kann mich gut mit dem unterhalten. So. Mhm. Aber das ist eben, ich kann Menschen lieb haben, so auf irgendeine Art und Weise. So. Denke ich auf jeden Fall, dass ich ihn lieb habe. Nur dann ist das eben, mein Problem ist, sobald ich einmal mit einem Menschen geschlafen habe, ist es egal, wer es ist, dann ist der Reiz vielleicht dann. So, deswegen habe ich ja genau gerade gesagt, verleg das doch mal mit dem Schlafen. Schieb das mal ein bisschen weiter nach von dir weg. Man kann sich ja auch mal mit jemandem erstmal ein paar Wochen so treffen. Man muss ja nicht gleich mit dem in die Kiste gehen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man so tickt, wie du tickst, dass in dem Moment, wo man mit jemandem Sex hatte, die Luft raus ist, dann hast du ja auch viel mehr Chancen, jemanden kennenzulernen. Und je näher du jemanden kennenlernst und je interessanter du ihn findest, vielleicht ist auch desto größer der Reiz und das Interesse, dann mit dem irgendwann zu schlafen. Und vielleicht bleibt das Interesse danach dann auch noch bestehen. Das musst du halt auch ein bisschen ausprobieren und testen. Ich habe den Eindruck, du lässt dich da auch so einfach gehen in allem. Hm. Ne, du gehst da ja nicht gegen an. Du wanderst brav jedes Wochenende in die Disco und jede Wochenende dasselbe Spiel. So im Durchschnitt. Ja. Ne? Ich finde, du musst ein bisschen gegen die angehen, Natascha, und einfach mal andere Wege versuchen zu gehen. Das ist doch nicht so schwer. Es gibt ja nur wirklich gute Typen, wo es auch Spaß macht, erstmal nur zu reden. Man muss ja nicht gleich in die Kiste gehen. Ja, aber ich weiß nicht, weil das ist so, also ich bin so ein Mensch, ich brauche eigentlich wohl viel Sex, sag ich jetzt mal so. Ja, man hat ja auch noch 2 gesunde Hände. Also, ne? Also man muss ja nicht, vor allen Dingen, wenn du hast ja bemerkt, dass da irgendwas schief läuft. Ja. So, das ist ja schon mal der erste Schritt. Dann der zweite Schritt ist, dass man versucht, es irgendwie ein bisschen anders zu gestalten, zu machen. Jetzt versuch mal, das so zu machen, wie ich es dir gerade empfohlen habe. Kannst ja mal testen. Wenn es nicht klappt, okay, dann muss man über was anderes nachdenken. Aber für das nächste Wochenende nimm dir das doch mal vor. Ein Typ und ein bisschen länger darauf einlassen. Gut. Versuchen. Wie viel gibt es denn im Moment in dieser Woche? Auch wieder 3? In dieser Woche? Ne, 2 sind im Moment aktuell. Sind aktuell, ja. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Ich glaube,
glaube, ich denke nicht, aber ich werde es mal probieren auf jeden Fall und gut. Werde es mal auf einen versteifen. Das wäre sehr schön. Und dann wünsche ich dir alles Glück dafür. Und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich bin ein schlechter Mensch, heißt unser Thema heute Nacht. Wenn ihr da selbst bekennend bei mir anrufen wollt und sagt, das ist bei mir so, ich komme damit nicht zurande, ich mache hier was falsch und ich mache immer wieder denselben Fehler, ich komme da irgendwie so auch aus meiner Haut nicht raus, dann meldet euch bei mir. 0800 220 5050. Michael hat sich bei mir gemeldet und der ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Michael. Warum hast du dich gemeldet heute zu dem Thema? Darf ich ganz kurz zu deinem allerersten Anrufer ganz schnell was sagen? Bitte, ja. Also ich finde es etwas ganz Mieses, also andere Menschen an ihre psychischen Grenzen so weit zu bringen, dass sie dann Kliniken aufsuchen müssen und man weiß nie, was die Seele davon tragen kann und wie lange sich sowas hinzieht. Also ich glaube, ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube, bei den beiden ist der Falsche in der Klinik. Ich glaube, er hat irgendwie ein Problem und ja, schade, dass das arme Mädchen drunter leiden muss. Ja, hoffen wir, dass sie da unbeschadet rauskommt. Ja, eben, das ist wichtig. Ja. Jetzt zu dir. Klingt ja gar nicht so wie ein schlechter Mensch. Was ist los? Ja, also ich halte mich eigentlich für einen schlechten Menschen, weil ich vielleicht etwas tun werde, wo ich jetzt weiß, dass es falsch sein wird oder es ist falsch. Nämlich? Ich habe die Sehnsucht oder den großen Wunsch, mir das Leben zu nehmen. Ich komme mit dem Leben nicht mehr klar. Was ist los, Michael? Was ist der Grund oder die Gründe? Ich habe es vor 8 Jahren schon mal versucht. Das ging schief, also ich bin noch rechtzeitig gefunden worden. Was hast du da genau gemacht? Ich habe ja alles Mögliche an Tabletten eingeworfen, was auffindbar war. Psychopharmaka, Beruhigungstabletten, alles Schmerztabletten, alles durcheinander. Ja, ich habe mich dann eigentlich wieder erholt davon. Also damals war es, weil ich da schon das Gefühl hatte, das Leben nicht mehr zu schaffen. Also ich habe bis dahin schon eine ziemlich schwere Zeit hinter mir und es ging dann einfach nicht mehr. Also die Kraft hat einfach gefehlt, das Leben irgendwie, dem Leben standzuhalten irgendwie noch. So, nun sind 8 Jahre vergangen und du meinst jetzt wieder an einem Punkt angelangt zu sein, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Ja. Was ist der Grund? Bist du erkrankt? Bist du einsam? Hast du Schulden? Es ging mir eigentlich danach wieder ganz gut. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe ein Kind und ja, das hat mir eigentlich wieder geholfen. Wie alt ist das Kind? 15. 15? Ja. Wohnst du mit Frau und Kind zusammen? Nein, ich bin alleine, aber das Kind wohnt bei mir, also die Tochter wohnt bei mir. Ach so, du bist quasi alleinerziehender Vater? Ja. So, jetzt weiß ich immer noch nicht den Grund, warum du dich umbringen möchtest. Ja, also wie gesagt, ich habe mich von damals eigentlich wieder gut erholt, habe auch alles geschafft für mich und war wieder oben. Keine Psychopharmaka mehr, nichts. Und dann habe ich ja eine Frau kennengelernt und bin ganz, ganz schlimm, also für mich ganz schlimm. Ich bin ein ziemlich sensibler Mensch, also für mich sehr schlimm reingefallen. Und mit der Frau, durch die Frau? Ja. In den letzten Jahren? Es war jetzt, es ist ziemlich aktuell, es ist jetzt gerade 8 Wochen her. Also. Das heißt, ihr seid getrennt? Sie hat dich verlassen? Sie hat uns verlassen, ja. Und wie lange wart ihr zusammen? 4 Monate haben wir zusammen gewohnt. Ach, nur 4 Monate? Ja. Es war Liebe auf den ersten Blick und es hat alles geklappt. Und es war Liebe auf den ersten Blick und gleich dann zusammen gewohnt? Ja, eine Woche später hat sie uns besucht und aus dem Besuch sind 4 Monate geworden. So, ja. Jetzt ist diese Liebe kaputt. Ja. Die ist kaputt, weil du von der Frau enttäuscht bist. Also ich muss sagen, es hat sich herausgestellt, dass sie uns belogen und ausgenutzt hat. Und ja. Ich gehe jetzt mal gar nicht so auf die Details ein, was diese Liebe anbelangt. Ich habe jetzt verstanden, dass es da eine Liebesgeschichte gab, die nur 4 Monate gedauert hat, sage ich mal, katastrophal geendet ist. Ja. So. Ist das der Grund, weswegen du dich umbringen möchtest? Ja. Ist ein bisschen wenig, ne?
finde ich. Ich weiß, es mag wenig klingen, aber für mich ist es viel. Weil ich möchte sagen, dass jetzt mit bewusst ist ein bisschen wenig. Ich will dir nicht zu nahe treten. Nein, ist okay. Du warst nur 4 Monate mit einer Frau zusammen und die Liebe hat nicht geklappt. Du warst nicht 4 Jahre mit ihr zusammen. Ich weiß. Oder 8 Jahre. Ja, ja. Du hast ein Kind, du bist alleinerziehender Vater. Ja. Du hast eine Verantwortung zu tragen. Würdest das Leben dieses Kindes auch schwer, schwer anschlagen, wenn der Papa sich umbringen würde? Ich weiß es alles, ja. Und da sagst du so jetzt, und du bist gesund? Ich habe auch körperlich gesundheitliche Probleme, ja. Schwerwiegende? Ein schweres Nervenleiden in der Wirbelsäule. Mhm. Aber du kannst noch relativ normal leben. Ne? Zeitweise, also es ist zeitlich eingeschränkt. Hast du einen Beruf? Kannst du einen Beruf noch nachgehen? Nein, kann ich im Moment nicht. Liegt das an der Erkrankung? Ja, oder? Ja. Mhm. Musst du den Beruf jetzt aufgeben, ja. Ja. Okay, das ist natürlich, das will ich nicht unterreden. Mhm. Mhm. Aber es ist keine lebensbedrohliche Erkrankung. Nein, lebensbedrohlich. Es ist eine sehr nervige und schmerzhafte und lästige Erkrankung. Ja, sicher, ja. Michael, ich wundere mich, dass du überhaupt in die Nähe dieser Gedanken kommst. Dann lass uns doch noch mal zu dieser Liebesgeschichte kommen. Was ist da so Grauenhaftes passiert, dass du sagst, ich will mir das Leben nehmen? Ja, weißt du, ich sag manchmal, ich habe vor 8 Jahren dieses Türchen einmal aufgestoßen und hab dadurch irgendwie, das ist wie ein Hintertürchen, was ich mir zurechtlege. Und wenn ich in Schwierigkeiten gerate, gerate ich auch schnell in diese Gedanken wieder hin. Kann man natürlich auch sagen, ist auch so ein bisschen, ich sag's auch wirklich als provozierend, ist auch ein bisschen feige, ne? Ja, ich weiß, ja. Der Kopf weiß es alles, was du sagst, das höre ich so oft von Freunden und ich weiß, der Kopf weiß es, aber es ist nur der Kopf, der es weiß, die Seele und das Herz, da ist es noch nicht angekommen. Ja, aber es ist vielleicht sehr wichtig, dass viele Menschen es dir von außen sagen, damit es auch in dein Herz kommt und ankommt. Man darf ja nicht leichtfertig mit seinem Leben umgehen. Nein. Man darf nicht leichtfertig mit der Liebe anderer Menschen umgehen. Dein Kind liebt dich. Ich weiß, ja. Man darf nicht leichtfertig mit der Verantwortung, die man trägt, umgehen. Was würde denn aus deinem... Ist ein Mädchen, ne, sagst du? Ja. Was würde aus dem Mädel werden, wenn du weg wärst? Das ist der Zwiespalt, in dem ich mich befinde. Dass auf der einen Seite ist es nicht einfach nur ein Wegrennen jetzt, weil ich mit einer momentanen Situation nicht zurechtkomme, sondern es ist wirklich diese Sehnsucht. Und ich kann es aber auch irgendwo nicht tun, also weil ja die Kleine da ist. Also ich befinde mich da, also das Leben wird von Tag zu Tag schwerer für mich. Also es ist fast ohne Medikamente kaum noch aufrechtzuerhalten. Wir kennen uns ja nun gar nicht. Ja. Vielleicht ist auch, deswegen will ich da auch jetzt nicht so hart an dich rangehen, vielleicht ist auch diese gescheiterte Liebesbeziehung nur der Auslöser für eine seelische Krise, die schon lange in dir irgendwie im Unterbewusstsein wabert. Ja. Das kann ja auch sein. Und dass du deshalb jetzt so angeschlagen bist. Hast du denn, bist du in irgendeiner, bist du beim Arzt, beim Therapeuten? Nein. Ich hatte damals, also nach dem ersten Versuch, hatte ich etliche Therapien und auch Kliniken und man kommt ja da automatisch auch in erstmal eine geschlossene Anstalt. Mhm. Aber und das, weißt du, Michael, ich will dir mal was sagen. Ja. Ich finde nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Aber doch, ich werde vielleicht etwas tun, Ich gehe davon aus, dass du es nicht tust. Und der Gedanke, das zu tun, ist nicht in Ordnung. Aber deshalb ist man nicht schon gleich ein schlechter Mensch. Du hast ja hier angerufen. Guck mal, das ist ja auch ein Ding schon mal. Wenn du so klar wärst für dich, würdest du hier nicht anrufen und du konntest dir ja wahrscheinlich auch schon vorstellen, dass ich nicht zu dir sage, ja, okay, bring dich um, finde ich eine gute Lösung. War dir klar, ne? Ja, klar, logisch, so. Ja. Insofern ist das ja auch schon mal eine gute Sache. Geh doch jetzt noch einen Schritt weiter. Du bist im Moment in einer Lebenskrise. Warum genau, kann ich ja gar nicht sagen. Ich ahne das ja nur. Ausgelöst durch diese Frau. Hole dir doch jetzt Hilfe von außen. Du kannst doch gar nichts verlieren. Du kannst doch nur gewinnen. Und selbst wenn du die Einsicht gewinnst, es hat nichts gebracht. Aber dann kannst du dir sagen, ich habe es versucht. Geh doch in dieser akuten Lebenskrise, seelischen Krise, in der du dich befindest, hole dir doch Hilfe von einem Psychologen von außen. Ich
habe natürlich auch Angst vor diesem Schritt, weil ich weiß, wie Psychologen auf sowas reagieren wie mich. Es besteht ja eine Gefahr. Also wenn ich mit solchen Gedanken einen Psychologen anspreche, dann bin ich eine Gefahr erstmal. Und dann ist jetzt nicht nur, dass ich vielleicht die Gefahr eingehe, in die Klinik eingeliefert zu werden, zwangseingeliefert zu werden. Es ist natürlich auch die Gefahr, dass ich meine Tochter dadurch verliere. Also ich verspreche dir, dass wir ganz vertrauensvoll und vertrauenswürdig mit dir jetzt umgehen werden. Und hier umgehen. Und du sollst jetzt sofort mit einem Psychologen reden, nämlich mit meinem Psychologen. Und du brauchst keine Sorge haben und keine Angst haben. Mein Anliegen ist, dass du gezielt gute Unterstützung bekommst, sodass du dein Leben und auch deine Verantwortung weitertragen kannst. Wenn du in eine Psychiatrie kommst, ist deinem Kind auch nicht geholfen. Also ich fände es gut, wenn parallel zu deinem Leben dir jemand helfen würde oder in deiner jetzigen Lebenssituation dir jemand konstant hilft, damit du wieder stabilisiert wirst. Und wie das am besten funktioniert, damit du keine Angst haben musst davor, das wird dir jetzt mein Psychologe sagen. Der heißt Peter heute Nacht. Okay. Dann legst du auf, Michael, und der Peter ruft dich an. Okay, alles klar. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Für dich auch. Tschüss. Dankeschön. Hier ist Paul. Und Paul ist 50 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Paul. Ja, wo fängt man an? Tja, wenn ich frage, warum glaubst du, dass du ein schlechter Mensch bist? Schlechtsein kommt nie aus der Gegenwart, sondern immer aus der Vergangenheit. Ja, das stimmt. Wenn man es ist. Ja. Und meine Psychologin, ich nenne die mal Psychologin, das ist an sich eine sehr gute Freundin. Mhm. Sie ist allerdings auch Psychologin, weigert sich aber, mich zu behandeln, weil sie eben eine gute Freundin von mir ist. Achso, sie ist wirklich auch ausgebildete Psychologin. Ja, sie ist Diplompsychologin und so weiter und sagt mir immer, ich wäre so traumatisiert aus meiner Kindheit, ja, dass ich da ohne fremde Hilfe nicht mehr rauskäme aus dieser ganzen Lebensgeschichte. Ja. Also meine Sache ist ganz einfach, schlecht sein ist... Ich nehme reiche Menschen aus. Du nimmst reiche Menschen aus? Ja, ich verkaufe Träume an diese Menschen. Ach, wie? Ja. Wie machst du das? Muss ich wieder in die Vergangenheit gehen? Ich bin als Kind, eine Horrorkindheit in einem sehr guten Elternhaus. Mhm. Lass mich einen Vorschlag machen. Wir gehen gleich in die Kindheit. Sag mir erstmal ganz konkret, welchen Kontakt du mit reichen Menschen hast und welche Träume du denen verkaufst und wie du die ausnimmst. Also ich kenne die Spielregeln der Gesellschaft. Ja. Ja. Die lernt man eben, kommt eben auch aus der Kindheit raus. Und ich muss eben so anfangen. Hast du einen bestimmten Beruf, mit dem du das machst oder wie? Nein, wenn man ich muss das so erklären. Ich habe in meiner Kindheit gelernt, mich so zu verteidigen, dass ich Menschen spüren kann. Ich sage immer, wenn ein Mensch in der Stimme anfängt zu zittern, dann merke ich das sofort, wenn er unsicher wird. Ja? Mhm. So, und ich habe zum Beispiel bei Leuten, die ich sehr kurz kannte, ist es mir vorgekommen, dass ich den Leuten gesagt habe, ich habe etwas für sie. Mhm. Ja, ich habe also die Legende aufgebaut, ich wäre Unternehmer. Mhm. Ja, dann habe ich den Leuten gesagt, ich habe etwas für sie, ein Pool meinetwegen, wo ich sie reinbringen kann, ein Anlegerpool. Mhm. Ich weiß aber noch nicht, ob der Pool noch nicht voll ist. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich sie dann reinbringen kann. Ja. Das heißt, ich habe diesen Menschen gesagt, ich weiß, dass du Geld hast. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich dein Geld will. Und eigenartigerweise macht das diesen Menschen geldgierig. Also, wir müssen das jetzt nicht so abstrakt sagen. Gehe ich recht in der Annahme, dass du beruflich irgendwie als Finanzberater oder nein, so etwas tätig... Nein, gar nicht. Sag's mir klar, du machst Geschäfte mit Leuten und ziehst denen irgendwie das Geld aus der Tasche. Da liegen Prospekte auf und so weiter, das brauche ich also nicht. Ich mache das alles aus freien Stücken. Aber als was trittst du denn auf? Wie nennst du dich? Mein richtiger Name? Nein, nicht der Name, deine Funktion, deine Berufsbezeichnung. Meine Berufswert Privatier. Gut, aber wenn du jetzt an jemanden Reichen rankommst, wie? Der über sehr weitläufige Beziehungen verfügt. Ach so. Ja.
Ah, ich verstehe. Also gar, ja, du machst das gar nicht im Rahmen eines Berufes, sondern nein, so als netter Mensch, der Privatier ist und berätst die Leute irgendwie und ziehst denen auf diese Art und Weise Geld aus der Tasche. Ja. Wie viel Geld hast du den Leuten schon im Laufe deines Lebens aus der Tasche gezogen? Also die Staatsanwaltschaft hat mal irgendwann gesagt, so 10 Mio. 10 Millionen? Ja. D-Mark oder Euro? Ist auch wurscht. Ich würde sagen Euro. 10 Millionen Euro? Ja. Staatsanwaltschaft, das heißt, du hast schon vor Gericht gestanden. Ich bin noch abgeurteilt worden, ja. Und zu was bist du verurteilt worden? 7 Jahre. Wegen Betruges, oder was? Ja, in Bayern. Aha. Ich habe es dann relativ schnell geschafft, auch in so einer Nacht- und Nebelaktion von Bayern nach Nordrhein-Westfalen zu kommen, weil hier sind die Gesetze anders. Hier kommt man sehr schnell dann in eine offene Anstalt. Aha, aber du hast deine Strafe, wie auch immer, jetzt getrickst, abgesessen. Ja, ja. Wie lange bist du jetzt schon wieder raus aus dem Knast? 4 Jahre. Und hast du seitdem auch schon wieder dunkle Geschäfte gemacht? Ja, aber andersrum. Ich hab's, wie soll ich das erklären? Ich hab's gemacht, aber ich habe das Geld nicht selber in der Tasche gesteckt. Sondern? Anderen Leuten zukommen lassen, die es nötig haben. Aha, also ein moderner Robin Hood oder was? Nee, das nicht, das war ein anderer Grund. Das ist meine Empfindung, dass mit dieser Gesellschaft hier was nicht stimmt. Aha, aus gesellschaftskritischen Gründen. Ja, mit Sicherheit, ja. Dieses viele Geld, was du den Leuten, du sprachst von 10 Millionen Euro, was ja eine wahnsinnige Summe ist. Wo ist dieses Geld? Hast du das irgendwie dann, hast du das heimlich gebunkert irgendwo, oder? Ja, es ist, wie soll ich das beschreiben? Es ist da. Sagen wir es mal so. Also du bist ein sehr reicher Mann. Reich ist relativ. Reich ist man im Herzen, aber nie im Geldbeutel. Gut, aber du bist vom Geldbeutel, naja, man kann vom Geldbeutel auch sehr reich sein. Also nee, ich sag dann, du hast... Jahre, wenn man mein Leben gelebt hat, dann kriegt man irgendwann eine ganz eigenartige Meinung über Geld. Kann ich mir vorstellen. Dennoch meine Frage, du bist im Besitz von reichlich Geld. Ja. Ja. Das hast du also auch nicht dann zurückzahlen müssen, weil man konnte dir das nicht nachweisen. Ja, dass doch, ich meine, das Übliche, ich habe einen Finger gehoben und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ja, aber viele haben sich auch gar nicht gemeldet, weil das Schwarzgeld eben von denen war und. Also du bist in sehr vielschichtige Machenschaften verwickelt, so kann man sagen. Oder warst es? Ja. Mhm. Und kannst selbst jetzt nach dieser Verurteilung und auch nach deiner selbstkritischen Reflexion nicht die Finger von diesem Verhalten lassen? Das juckt manchmal, ganz ehrlich. Mhm. Ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren, da hat mir jemand Leonardo da Vinci angeboten. Mhm. Und da habe ich eben auch diese Fähigkeit ausgespielt. Ich wusste, dass das ein Betrüger war. Mhm. Ja, habe dann mit einem Reporter zusammengearbeitet, vom Hamburger Magazin. Mhm. Und da haben wir dieses aufgedeckt. Aber da wusste ich, dass ich immer noch genau diese Fähigkeiten habe. Mhm. Du könntest doch diese Fähigkeiten, wenn du das so perfekt beherrschst, könntest du doch auch mit der Polizei zusammenarbeiten. Habe ich auch schon getan, aber ich bin furchtbar reingefallen. Aha. Mhm. Man hat mir mal Uran angeboten. Der Typ, der mir das angeboten hat, hat in einem bayerischen Atomkraftwerk gearbeitet. Mhm. Ich bin mit diesem Uran, ich habe das damals... Das ist mir angeboten worden 1992. Mhm. Ich habe das damals deshalb gemacht, weil ich gesagt habe, wenn ich das nicht mache, dann macht es vielleicht jemand, der wirklich mit dem Zeug dann irgendwo weiter handelt. Wo bist du ich mit hatte dem nie vor, damit Geld damals zu machen. Wo bist du dann mit dem Zeug hingegangen? Und dann bin ich mit dem Zeug an die Kölner Universität gegangen, zu einem Professor. Mhm. Habe mich da telefonisch als BKA-Beamter ausgegeben, habe gesagt, unser Massenspektrometer ist kaputt. Mhm. Der hat das Zeug untersucht, der hat das in so Massenspektrometer reingestellt. Mhm. Der Ausschlag, der war so groß, der sagte, der Mann, der war total erschüttert, der sagte gleich, das ist atomwaffenfähig. Ja. Und da wurde mir auch schon mulmig. Was ist dann damit geschehen? Und dann habe ich das zur Kölner Polizei gebracht. Ja. Und die haben mich dann gezwungen, mit 2 verdeckten Ermittlern, haben die mich... Im Würzburger Raum haben wir dann versucht, diesen Typen auffliegen zu lassen. Der wollte aber damals ein sogenanntes Kompensationsgeschäft machen. Machen wir es nicht so ausführlich. Ist es nicht gelungen? Nein, das ist nicht gelungen. Nicht gelungen, meine ich. Ich nehme an, die Politiker haben das. Die Politik hat es nachher unterbunden. Ja, aber du sagtest gerade, dass du schlechte Erfahrungen damit der Polizei gemacht hast. Weil die Polizei arbeitet nicht ehrlich.
Also ich merke schon, das ist so vielfältig, was du zu erzählen hast, das schaffen wir gar nicht im Rahmen eines normalen Interviews hier. Lass uns aber mal 30 solche Storys geben, das ist kein Witz. Ich ahne es schon. Aber lass uns das nochmal so ganz direkt auf dein Herz, auf deine Seele zurückführen. Du bist ja ein unglücklicher Mensch. Ja, im Grunde genommen, ja, das weiß ich auch. Mhm. Ich vertraue auch nur in meinem Leben. Du bist ein hochintelligenter Mensch? Ja. Geh ich mal von aus, wenn du sowas alles gemacht hast. Ein unglücklicher Mensch. Du vertraust in deinem Leben nur? Ich vertraue in meinem Leben an sich nur 4 Menschen. Mhm. Sonst keinem. Immerhin. Ja, okay. Aber das ist schon zusammen. Das ist schon reich, finde ich. Wenn man 4 Menschen hat, denen man hundertprozentig vertrauen kann. Also, wo ich wirklich sagen würde, grenzenlos, absolut. Mhm. So. Aber sind keine Verwandten drunter? Ist doch wurscht. Ich habe zu meinem Elternhaus seit 1982 überhaupt keinen Kontakt mehr. Sag mal, Paul, ich möchte was anderes fragen. Ja? Ich höre, dass du ein unglücklicher Mensch bist. Mhm. Ich höre aber auch, dass du was ändern möchtest. Ja. Kann man mit... Nicht anrufen. Ja. Ich glaube, je älter ein Mensch wird, desto schwieriger ist es, dass man sich ändert. Das stimmt nicht. Ich glaube, dass es dennoch geht. Das heißt, du hast so viele Energien in dir. Du hast so irrsinnig viele Sachen gemacht, wo ich jetzt nur einen Bruchteil erahnen kann wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, letztendlich müsstest du doch auch deine Energien in eine Richtung lenken können, dass du irgendwann sagst, ich bin jetzt nicht mehr ein schlechter Mensch. Ich habe das geschafft. Ja, ich habe das probiert. Und der Effekt war, dass zum Beispiel ein Reporter vom Stern auf mich zugegangen ist und hat mich gefragt, können wir nicht mehr über dein Leben ein Buch schreiben? Mhm. Und dann dachte ich mir, die sind gar nicht an meinem jetzigen Leben, dass ich versuche, was umzukehren, daran interessiert, sondern die sind nur an der Scheiße dann interessiert. Natürlich. Die früher war. Ich würde es auch gar nicht in dieser Richtung sehen. Ich würde es in aller Stille machen, indem du dich vollkommen aus diesen Welten, die du jetzt angedeutet hast, wirklich gänzlich zurückziehst. Und eben mit einer entweder vertrauten Person oder mit einem wirklich guten Psychologen, den deine Freundin, die Psychologin ist, dir vielleicht vermitteln kann, dass du da einen Weg suchst. Nur so ist es möglich. Und indem du bitte? Meine Freundin sagte mir, ich hätte mich so zugebunkert, weil das hängt eben mit Vertrauen zusammen. Mhm. Vertrauen entsteht ja in der Kindheit. Mhm. Und wenn in der Kindheit solche Dinge passieren, das Vertrauen nicht mehr... Ja, im Grunde genommen. Mensch, Paul, ich ahne auch, dass du dass das auch sehr aus elementaren Kindheitserfahrungen erwächst. Ja, aber das sprengt jetzt wirklich den Rahmen meiner Interviewzeit. Ich habe jetzt nur einen Typ hier kennengelernt, der mit vielen Wassern gewaschen ist. Mit allen. Ja, mit allen Wassern gewaschen ist. Und der reuig ist. Und da sagt mir also mein ganz inneres Gefühl, der Kerl, wenn der das wirklich will, schafft er auch in seinem Alter mit 50 Jahren eine radikale Kehrtwendung. Jetzt möchte ich das Gespräch hier abbrechen. Und möchte, dass du, bist du dazu bereit, mit meinem Psychologen ein bisschen zu reden? Ja, können wir. Ja, das wäre okay, du hast ja gar nichts zu verlieren. Dann legst du auf und der Peter ruft dich jetzt an. D'accord. Und ich würde mich irgendwann freuen über eine Mail von dir. Okay. Ja, das würde mich wirklich freuen. Ehrlich jetzt, aber ganz ehrlich. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ciao. Ich bin ein schlechter Mensch. So heißt unser Thema heute. Wenn ihr mir von euch erzählen wollt und so eine schlechte Meinung von euch habt, aus welchen Gründen auch immer. Es muss ja nicht so komplex und kompliziert sein, wie es gerade von Paul geschildert wurde. Es können ja auch Ereignisse sein, die man zu verantworten hat und für die man sich so schämt und die vielleicht auch in der Vergangenheit liegen, aber man dennoch irgendwie nicht drüber wegkommt und sagt, mein Gott, hätte ich das doch bloß nicht getan. Das hängt mir ein Leben lang nach, deshalb bin ich ein schlechter Mensch. Wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050. Benjamin ist jetzt hier bei mir und er ist 20. Jo, schönen guten Abend, Domian. Hallo Benjamin. Ja, ich muss sagen, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin Skinhead. Du bist Skinhead? Ja. Ein klassischer Skinhead? Ja, ein klassischer Skinhead. Ja. So richtig kurze Haare. Ja. Bomberjacke an, Springerstiefel an. Ja, mit rechter Gesinnung. Ja, richtig, rechts extrem so. Ja, es gibt auch linke Skins, ne? Ja. Mhm. Seit wann bist du es? Seit ich 14 bin. Seit du 14 bist. Wie bist du da reingekommen? Wie bin ich da reingekommen? Mhm. Ja,
kurz und bündig. Man hat mich früher, ich sag mal, von Türken und so weiter, haben mich verprügelt. Mhm. Und irgendwann sagte mir ein Kollege, boah, komm doch mal mit, meine Kollegen, die helfen dir ja. Und so war der Anfang gegeben. Mhm. Und jetzt hängst du 6 Jahre schon dabei. Ja, 6 Jahre. Ich war auch zwischenzeitlich ausgestiegen. Ja. Aber seitdem ich meine Freundin jetzt wieder verlassen habe, bin ich wieder drin. Ach so. Wie lange warst du? Wie alt warst du, als du ausgestiegen bist? Oh, wie alt war ich da? 19. Ach so, das ist noch gar nicht so lange her. Und das ist durch die Freundin passiert. Die Freundin hat dich ja rausgeholt, quasi. Nein, ich wollte auch selber. Ja. Und dann habe ich mich dann immer wieder so, Kollegen riefen an, komm mal vorbei. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe heute mal zu Hause. Und dann hieß es, ja komm, feiern oder Demo. Nee, komm, ich bleib zu Hause. Mhm. Ja, und irgendwann rief mich dann auch keiner mehr an. So war ich halt wieder draußen. Ach so, die haben dich dann auch in Ruhe gelassen. Die haben dich nicht unter Druck gesetzt. Nee, obwohl sie immer wieder gesagt haben, du bist ein Verräterschwein, habe ich gesagt, ja und? Mhm. Jetzt hast du gut rauskommen. Wie lange bist du jetzt wieder dabei? Wie lange bin ich jetzt wieder dabei? Gut 2 Jahre. Seit ein paar Monaten erst wieder. Eben, 2 Jahre geht ja nicht, das wäre ja, 2 Monate. Meine Freundin hat mich vor kurzem verlassen, weil ich wieder drin bin, muss man dazu sagen. Benjamin, wie sieht das Leben eines Skinhead aus? Was macht ihr so? Was macht ihr so? Ja, hauptsächlich Wochenende treffen, trinken, viel Alkohol im Spiel. Ja. Ja, und dann, wie es so kommt, dann geht man halt auf Straßen, weil man ja auch so gut und kräftig ist und so stark, weil man sich ja quasi die Birne weggeballert hat. Mhm. Ja, und dann halt auf Straße, und wenn dann noch irgendeiner einen dusselig anmacht, ein Türsteher oder so, und dann passiert das halt. Also geht im Prinzip raus, ihr knallt euch die Birne zu und geht raus schon mit dem Vorhaben, irgendwie gibt's Randale irgendwo. Ja, sicher. Das ist dann schon quasi so geplant. Ja. Mhm. Du kannst wahrscheinlich gar nicht mehr zählen, wie oft du in Schlägereien verwickelt warst oder wie oft du dich geschlagen hast. Nee, kann ich nicht, ja. Mhm. Bist du mal irgendwann, hat die Polizei dich irgendwann mal in die Finger bekommen? Ja, sicher, schon 2 Mal. Ja, und mit welchem Ergebnis, Resultat? Einmal 2 Monate und einmal 5 Monate. Und du warst auch im Knast? Ja, ich war jeweils insgesamt 7 Monate schon drin. Ja, wegen Körperverletzung oder was? Körperverletzung, Randalismus. Ja, weißt du, wie schwer du Menschen schon verletzt hast? Ja, bis hin zu, wir haben insgesamt, wir in 15 Mann waren wir in der Clique, haben wir einen 3 Wochen reingekriegt, Krankenhaus. Lag 3 Wochen im Krankenhaus. Mit Spätfolgen, ja. Weißt du, ob der Mensch irgendwie noch... Nein, ich habe ihn zwischenzeitlich, ich habe mal wieder gesehen, als ich aufgehört habe, ich so, ja, war doch scheiße und alles. Er so, hat selber gesagt, war scheiße, und er sagt, er hat nichts davon getragen, ein Glück. Mhm. Sind das vorwiegend Ausländer, die ihr zusammenschlagt, oder ist es eigentlich egal, einfach Leute, die euch dumm kommen? Ja, eigentlich auch hauptsächlich Ausländer. Man hat innerhalb seiner Bekanntschaft, sag ich mal, dass da einer Theater macht oder so weiter, dann... Ich sag mal, von meiner Ex-Freundin, wenn die ankäme, der und der wird was machen, würden wir alle sofort dahin gehen. Mhm, Daher. Du bist 20 Jahre, ne? Ja. Genau. Hast du auch irgendwann mal was gelernt? Einen Beruf oder was? Irgendwas? Ja, ich habe ausgelernter Straßenbauer bin ich. Ach so, du bist ausgelernt, also mit Abschluss. Mhm. Und gehst dem Beruf im Moment auch nach? Nein, ich bin arbeitslos. Wie kommt das? Lehre geschafft, ja, und keine Arbeit gefunden, schon beworben und hier zwischenzeitlich sogar als Leiharbeiter gearbeitet. Mhm. Aber heutzutage Leasingfirmen, das ist heutzutage der neumodische Sklave. Mhm. Weil gut, das ist noch ein anderes Thema. Lass uns mal über deine Skinhead-Geschichte reden. Ja. Rechte Gesinnung habe ich gerade als Stichwort gebraucht. Spielt das eine große Rolle oder geht es da gar nicht so groß drum? Rennt ihr mit Hakenkreuzen rum oder? Ja, wir haben alle unsere Klamotten wie, ich sag mal, Eiserne Kreuz, rechte Fahnen, dann haben wir schwarz-weiß-rote Fahne. Ja. Haben wir. Spielt das für dich eine Rolle, so eine nationalsozialistische Ideologie? Ja. Inwiefern? Wir haben Mein Kampf gelesen. Mhm. Wir gucken uns Rumper Stumper an, American History X und so weiter. Und weil ich muss sagen, mittlerweile bei uns sieht es so aus, wir haben mehr Dönerbuden als alles andere. In unserem Dorf, sag ich mal, da ist nicht groß, wenn Lendringsen. Und
da haben, ich sag, wenn wir gehen heutzutage bei uns nirgendwo mehr im Laden, ohne irgendwie ein ausländisches Wort zu hören. Okay. So, jetzt meldest du dich aber bei mir. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Weil ich Skinhead bin, sagst du. Ja. Das heißt also, mit ganz großen wehenden Fahnen bist du dann nicht bei. Und du hast ja auch schon mal einen Ausstieg geschafft. Was misshakt dir, was missfällt dir in dieser Szene? Was missfällt mir in dieser Szene? Ja, ich sag mir selber, es bringt mir nichts und es bringt keinen anderen was, wenn wir jetzt auf der Straße gehen und hauen die Leute zusammen. Das bringt uns nichts. Ja, finde ich einen guten Ansatz. Einen einfachen, aber sehr klugen Ansatz. Das bringt dir nichts und es bringt natürlich niemandem etwas. Ja, so sehe ich das, ja. Mhm. Und wie ist es denn nochmal auf die nationalsozialistische Ideologie zurückzukommen? Siehst du das auch irgendwie kritisch oder findest du das gut? Auch eher kritisch, weil in unserer Runde, die sagen alle, lasst wieder so einen Hitler an der Macht kommen. Der das Land in ein unendliches Unglück gestürzt hat, der verantwortlich ist für unfassbares Leid, auch an Deutschen. Ja, auch. Ne? Die Juden. Wir bezahlen heutzutage noch den Schaden, den er angerichtet hat. So, mir ist es immer wirklich unbegreiflich, wie jemand, der national gesinnt ist, oder aus der Ecke kommt, wie er dieses Dritte Reich oder diesen Diktator in die Höhe heben kann, der ja so unfassbar viel Leid ausgelöst hat und unfassbar diesem Land geschadet hat. So, jetzt sagst du, ich bin damit nicht so ganz einverstanden und dann sagst du auch, mir bringt das ja nichts oder wem bringt das was, wenn ich da Leute zusammenschlage. Und du ja auch noch die Gefahr läufst, vielleicht irgendwann jemanden so zusammenzuschlagen, dass derjenige vielleicht sein ganzes Leben lang im Rollstuhl sitzt. Ist ja schnell passiert. Ja. Ne? Entweder im Rollstuhl oder gleich tot. Oder tot, genau. Passiert schnell mit, Todesschlägern, Baseballschlägern. Ja. Passiert das schneller, genau, als man denkt. Und du bist 20 Jahre alt und dann hättest du ein ganzes Leben lang, hättest du dieses auf deinem Gewissen und müsstest das mit dir herumtragen. Ja. Deswegen finde ich deinen Ansatz schon mal ganz, ganz erstaunlich, Benjamin, und gut, dass du es einmal versucht hast, rauszukommen. Und du warst einige Monate draußen. Nun bist du wieder rückfällig geworden. Okay, kann passieren. Aber das heißt ja nicht, dass man das jetzt nochmal versuchen sollte. Ja, versuch es nochmal, mach es nochmal. Alles in dir sagt ja schon, wenn du dich hier schon so offen äußerst, dass du ein Unbehagen fühlst und dass es nicht dein Ding ist, dass es einfach nicht deine Welt ist und es ist ja auch nicht in Ordnung. Es ist ja definitiv nicht in Ordnung. Sehe ich auch so, ja. Und wenn du sogar recht einfach da rauskommst, ohne dass die Leute dich bedrohen und du Angst haben musst. Ja, nochmal so einfach, glaube ich, komme ich nicht raus. Mhm. Gut, aber da kann ich dich nicht beraten, da kennst du dich besser aus, wie man das am besten und am geschicktesten macht. Ja, denke ich auch mal, dass das so am besten ist. Ich wollte einfach nur anrufen, weil damit die Leute auch sehen können, dass auch solche Leute nicht unbedingt schlecht denken und so weiter. Das heißt ja sofort, wenn heutzutage wird ein Typ zusammengeschlagen, es geht jetzt Neonazis und so weiter. Aber dass die Leute auch vielleicht aussteigen wollen, aber können in dem Sinne nicht. Soweit ich weiß, gibt es, da werden wir dich jetzt gleich nochmal beraten. Ich weiß, dass es im Bund ein Aussteigerprogramm, eine Aussteigerhilfe für Skins gibt. Hast du davon schon mal gehört? Ja. Hast du schon mal davon gehört? Ja, habe ich schon. Dennoch würde ich dir gerne gleich nochmal einen Psychologen geben, nicht um ein psychologisches Gespräch zu führen, sondern einfach um dich zu informieren. Vielleicht haben wir noch eine andere Telefonnummer oder einen anderen Ansatz, wo du dich ranwenden könntest. Ja, danke. Ja? Schon mal. Wenn das klappen würde. Ja, das können wir gleich so machen. Ich will dir auf jeden Fall nochmal sagen, Benjamin, Respekt. Also wenn man da so lange drin war und deine ganze Jugendzeit hast du ja da verbracht, mehr oder weniger, und dann so durch eigenes Nachdenken sagt, okay, das ist nicht die richtige Richtung und ich will da raus, finde ich gut. Finde ich erstmal klasse. Ja. Und habe ich auch Respekt vor, ziehe ich einen Hut. Du musst es jetzt nur auch weitermachen und durchziehen. Und dich nicht zurückwerfen lassen durch so, das war wahrscheinlich jetzt so eine Liebeskummer-Nummer, ne? Oder? Ja, sicher. Ja, klar. Ja. Aber das darf es eben auch nicht sein, dass dadurch wieder so ein Rückfall entsteht. Mhm. Aber du hast angerufen und ein Zeichen gesetzt. Das finde ich gut. Jetzt legst du auf und mein Psychologe ruft dich nochmal an, okay? Ja, sicher. Und alles Gute. Jo. Tschüss. Hier ist Hotte, 32.
Hallo? Hallo Hotte. Tag. Tag. Ich sag mal Jürgen, ja, ist in Ordnung? Sag du Jürgen, es ist völlig in Ordnung, ja. Pass auf, nochmal eben zum Herrn von eben, ne? Ja. Da sag ich mal einfach, es gibt immer einen Ausweg. Mhm. Das Schlimme ist heutzutage, dass die Jugend von heute einfach nicht weiß, wo sie hin sollen. Mhm. Dieses Zugehörigkeitsgefühl, das fehlt einfach, weil die Eltern zu viel, naja, die vernachlässigen ihre Kinder und dann müssen sie irgendwo hin, denen fehlt irgendwas. Wenn die in der Kindheit einen Rockzipfel von ihrer Mutter ziehen und die Mutter sagt, hier, Kindchen, hau mal eben ab oder sagt gar nichts, da bleibt in der Köppe hängen. Mhm. Hast du recht, sehe ich auch so. Das ist sicher oftmals die Ursache, dass überhaupt die Jugendlichen in die Gruppen reingelangen. Hast du recht. Ganz genau, genau. Und das, ich sag mal, Hobbyrassismus nützt da überhaupt nichts. Mhm. Raus da. Mhm. Ja, der Junge hat noch nicht verkackt. Noch ist alles offen. Ich habe gute Hoffnung bei ihm, dass er schafft. So, das glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Das habe ich auch irgendwie, das Gefühl. So, Hotte, jetzt zu dir. Warum bist du ein schlechter Mensch? Ich muss sagen, also mittlerweile, ich war ein schlechter Mensch. Mhm. Ich bin in Kiez geboren, sag ich mal. Mhm. Und da bin ich aufgewachsen. Da habe ich halt meine Kindheit verbracht und war halt schon im frühen Alter erwachsen, weil ich früh alles durchgemacht habe. Ich bin nicht zur Schule gegangen damals. Mhm. Das gab es damals alles nicht für uns. So, wir waren direkt kriminell von Anfang an. Mhm. Das heißt, du hast richtig viel Dreck am Stecken, wenn du in deine Vergangenheit gehst. Ja, das stimmt. Was, sag mal so ein paar, die schlimmsten Sachen, die du angerichtet hast. Ja, hier Gewalttätigkeiten. Ich habe Kohle eingebracht, hier Schutzgelder. Mhm. Und für die Mädels hier, weißt du halt, Prostituierten. Ja. Ja. Also das ging, wie lang ging das, bis zu deinem, wie viel Lebensjahr? Also mit 15 habe ich direkt angefangen, für den höchsten Kerl von Kiez zu arbeiten, den Namen ich mal lieber nicht nennen. Nee. Ja, und dann, davor hat das natürlich schon mit kleinen kriminellen Sachen angefangen. Hier habe ich gezockt und was nicht alles. Ich hatte ja auch Hunger. Ich habe direkt auf der Straße gelebt, so mit 10 Jahren. Das heißt, deine Eltern waren irgendwie nicht da oder haben dich... Ja, pass auf, meine Mutter war hat auch in so einen Club gestrebt. Also. Und hat auch keine Kohle wirklich reingebracht, wurde immer geschlagen, hatte immer andere Kerle. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Ich verstehe schon, ganz kaputtes Genau. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. So ganz lange Zeit haben wir nicht mehr. Ich bin aber sehr interessiert, wie es bei dir denn weitergegangen ist. Bist du irgendwann dann auch in den Knast gekommen? Ja, ganz genau. Zwischendurch war ich immer wieder in den Knast. Also bis zum 30. Lebensjahr. Jetzt bin ich ja 32, übermorgen werde ich 33. Ah ja. Aber es hat dann irgendwie eine Wende bei dir gegeben. Ganz genau. Ich bin nämlich an den Glauben gekommen. Ach. Ich bin an Gott gekommen. Also, ich sag mal... Also, du bist Christ geworden. Naja, ich habe mir meinen eigenen Gott erschaffen, sag ich mal. Damals waren wir halt Rocker, Heavy-Metal-Band, so Hansen Übel, was nicht alles hier, Kokain, hier Drogen. Und dann bin ich halt in den Knast gekommen und du hattest nur zwei Möglichkeiten. Entweder... halt die Schiene weitergehen und verschlimmern. Ja. Oder du wirst halt ein guter Kerl und den Weg habe ich halt gewählt. Und liest du die, also du glaubst schon so im christlichen Sinne, du liest die Bibel oder wie? Ich habe die ganzen Glaubensbücher da alle gelesen. Ach so, also auch den. Und dann habe ich mir aus allem, was es gibt, so, also aus allem, was es in der Bibliothek von Knast gab halt. Also Koran gelesen. Und habe mir einen Gott gemacht. Ja, pfiffig. Also Koran gelesen, Bibel gelesen, Buddha-Schriften gelesen. Ja. Und den Gott nenne ich übrigens Destitute. Ah ja. Was ist das erste und wichtigste Gebot deines Gottes? Das erste und wichtigste Gebot ist, dass mein Gott alle Menschen liebt, auch wenn sie von sich selber glauben, dass sie schlecht sind. Denn es gibt keinen schlechten Menschen. Und sagt der Gott, so wie du ihn verstehst, auch... dass du die Menschen lieben sollst? Das sagt er auf jeden Fall. So, das ist das Gute in Menschen. Ja, das ist ein guter Gott und das ist ein guter Ansatz und eine gute Grundlage für ein neues Leben. Das denke ich auch. Finde ich erstaunlich, Hotte, dass du das für dich so hingekriegt hast. Finde ich hoch erstaunlich. Finde ich eine tolle Sache. Wie lange lebst du jetzt schon so mit dieser Überzeugung? Circa 5 Jahre. Also ich habe vor 2 Jahren geheiratet. Ja. Bin mit meiner Frau Reike zusammen. Ja. Und hab ein Kind, Robert. Mhm. Ja, und kannst ja jetzt eben mit dieser Grundglaubensauffassung, nämlich letztendlich die Menschen zu lieben,
kannst ja vieles, vieles wieder gut machen, was du früher angerichtet hast. Das stimmt, das glaube ich nämlich auch. Ja, das finde ich eine ganz tolle Sache. Mensch, wie schön, dass du noch durchgekommen bist. Die Sendung ist nämlich jetzt gleich zu Ende. Aber du hast das Wichtigste gesagt. Und das ist auch sehr gut rübergekommen. Und die Leute haben es verstanden. Und ich glaube, dass ganz viele Leute auch den Hut vor dir ziehen. Das hoffe ich. Finde ich ganz toll. Und du grüßt deine Frau Reike, heißt sie, ne, sagst du? Ganz genau. Destitute, Herr Pascalo und Robert. Genau. Alles Liebe und alles Gute heute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut. Tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Die Gewerkschaft der Polizei hat eine wachsende Bedrohung durch islamische Extremisten festgestellt. GdP